Wenn Sie noch mehr Fragen haben, können wir auch noch mehr Fragen beantworten. Falls nicht, dann fangen wir an. Heute mit einem neuen Thema, und zwar mit dem Thema Renormierungsgruppe und laufende Kopplungen. Das ist ein wichtiges Thema in der Quantenfeldtheorie, was über unsere Basiskenntnisse, die wir bis jetzt gelernt haben, hinausführt und sehr aktuelle und sehr wichtige, vielseitige Anwendungen zulässt. Wir haben hier nochmal einige Ergebnisse aufgeschrieben, die wir bis jetzt erhalten haben, und zwar aus unseren expliziten Rechnungen. Haben wir ja in den letzten paar Stunden Observablen ausgerechnet oder auch allgemeinere Größen berechnet in verschiedenen Theorien, zum Beispiel in der 4-hoch-4-Theorie, kam dann auf ein Loop-Niveau für Observablen heraus so ein Logarithmus. Und zwar hatten wir im On-Shell-Schema ein Renormierungsschema gefunden, Logarithmus von den STU-Mandelstammvariablen geteilt durch die Masse der Theorie hoch 6. So ein dimensionsloses Argument des Logarithmus. Und das On-Shell-Schema ist ja ein Renormierungsschema, wo Sie alles durch Observablen parametrisieren. Eine Observable als Funktion anderer Observablen. Und wenn Sie dann diesen Logarithmus sehen, der natürlich groß wird für große Energien gegenüber der Masse des Teilchens, dann entspricht dieser Logarithmus einem echten physikalischen beobachtbaren Effekt. Das heißt, die Theorie sagt vorher, dass für hohe Energien gegenüber der Ruhemasse da ein logarithmischer Anstieg der entsprechenden Observable passiert. Und das ist natürlich wichtig. Das ist ein Loop-Effekt. Loop-Effekte sind Quanteneffekte. Das heißt, die Quantentheorie sagt eben hier ein nicht klassisches Phänomen voraus, also so einen logarithmischen Anstieg. Wir haben die gleichen Ergebnisse auch in diesem MS-Bar, minimales Subtraktionsrenormierungsschema, hergeleitet, und dann ergibt sich auch ein Logarithmus von STU geteilt durch diese Referenzrenormierungsskala μ hoch 6. Die ist beliebig, das heißt, der logarithmische Anstieg existiert auch, aber die Referenzskala ist hier dieses unphysikalische μ. Und daraus ergeben sich jetzt einige interessante Fragen, die man dann im Verlauf der nächsten Stunden mit Hilfe dieser Renormierungsgruppentheorie beantworten kann. Das heißt, die erste Frage ist mal eine physikalische. Was ist das Hochenergieverhalten der Theorie? Das ist also eine physikalisch interessante Frage, die man mit Hilfe der Renormierungsgruppe dann beantworten können wird. Dann aber im MS-Bar-Schema enthalten die Loop-Ergebnisse konkret dieses unphysikalische μ. Und die Frage ist, was ist die Bedeutung von diesem unphysikalischen μ? Wir haben schon im On-Shell-Schema gesehen, da fällt das μ weg, das ist gut, aber im MS-Bar-Schema fällt es also nicht weg. Und die Frage ist, was kann man mit dem μ dann anfangen und wie kann man dann dem MS-Bar-Schema ansehen, dass dieses μ eigentlich eine unphysikalische Größe ist? Das μ ist einerseits unphysikalisch, aber wir haben auch einen Vorteil gesehen, nämlich im MS-Bar-Schema können wir ja dieses μ frei wählen. Also können wir zum Beispiel bei einem Hochenergieprozess das μ auch hochenergetisch wählen. Und dann ist dieser Logarithmus klein. Das heißt, dann haben wir die Störungstheorie optimiert. Das heißt, hier kann man μ nutzen, um die Störungstheorie zu optimieren. Das ist keine Frage, sondern das wissen wir bereits. Aber die Frage ist, wie kann man das allgemein formulieren und allgemein verstehen? Und das ist genau die Renormierungstheorie, Renormierungsgruppentheorie. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten 3 Stunden die laufenden Kopplungen und Renormierungsgruppe durchnehmen. Und als erstes werden wir die Definition mal angeben, was sind laufende Kopplungen und was ist diese Renormierungsgruppe bzw. die Renormierungsgruppengleichung. RG ist immer Renormierungsgruppe, also was ist die Herleitung der Renormierungsgruppengleichung. So, und da fangen wir an, mal ganz einfach mit den verschiedenen Parametrisierungen der Theorie.
Das ist etwas, was wir hier schon öfter mal besprochen haben, auch durch Fragen von Ihnen motiviert. Und wir haben ja bereits zum Beispiel gesagt, dass man Zwischenrenommierungsschemata umrechnen kann. Das war auch mal eine Frage aus Ihrem Kreis. Wie kann ich genau zwischen OnShell und MS-Bar hin und her schalten? Und es geht. Die Antwort war damals immer, die nackten Parameter der Theorie müssen gleich sein. Die sind unabhängig vom Schema und dann kann ich von einem Schema zum anderen rechnen, indem ich fordere, dass die nackten Größen gleich sind, aber unterschiedlich sich aufteilen in renormierte Größen und Renormierungskonstanten, also G plus Delta G. Die Summe ist gleich, aber die Aufteilung ist unterschiedlich. So kann man zwischen Renormierungsschemata umrechnen. Und das wollen wir jetzt nochmal genauer hier analysieren. Und dafür brauchen wir die technische Definition der Theorie. Und die ist eben technisch gegeben durch die Diagramme in dimensionaler Regularisierung. Also in D ist gleich 4 minus 2 Epsilon. So, die Diagramme folgen aus der Herleitung der Feynman-Regeln über Gell-Mann-Lowe-Formel und Wick-Theorem, auch in die Dimension. Das heißt, wir schauen mal an, was in der Gell-Mann-Lowe-Formel eigentlich auftaucht. Oder auch, kennen Sie jetzt nicht direkt aus dieser Vorlesung, aber allgemein wissen Sie, dass man genauso gut das Pfadintegral zur Definition der Theorie nutzen könnte. Dann könnte man auch aus dem Pfadintegral die Feynman-Regeln herleiten. Das Ergebnis ist genau dasselbe. Überall ist relevant die Wirkung der Theorie integral über die Lagrange-Dichte. Das ist das, was die Feynman-Regeln liefert. In der Gell-Mann-Lowe-Formel habe ich einmal den freien Anteil der Theorie, der liefert die Propagatoren, und den Wechselwirkungsanteil E hoch I mal Integral über L-Int, das liefert dann die Vertices. Im Pfadintegral habe ich direkt das Pfadintegral über E hoch I mal Integral über die ganze Lagrange-Dichte. Also relevant ist immer die gesamte Wirkung. Und wenn ich D-dimensional regularisiere, habe ich halt eine nackte Wirkung in D-Dimensionen. S-Bär ist gleich Integral über D-dimensionales X. Und da muss ich dann auch davor schreiben, μ hoch d minus 4, damit die Einheit stimmt, mal der nackten Lagrange-Dichte L-Bär. Und die nackte Lagrange-Dichte zum Beispiel bei der 4 hoch 4 Theorie wäre dann L-Bär ist gleich 1/2 d μ phi Bär zum Quadrat minus m Bär Quadrat halbe mal phi Bär Quadrat minus g Bär durch 4 Fakultät mal phi Bär hoch 4. Das wäre die nackte Lagrange-Dichte. Und wenn ich aus dieser D-dimensionalen Wirkung jetzt ganz normal aus Gell-Mann-Lowe die Feynman-Regeln herleite, dann kriege ich eben diese D-dimensionalen Feynman-Regeln, D-dimensionale Loop-Integrale, wo ich über D-dimensionalen Impulsraum integriere und auch den Vorfaktor μ hoch 4 minus d dann bekomme. Das heißt, das ist technisch genau die Grundlage von all unseren regularisierten Feynman-Regeln inklusive Counterterme. Das heißt, diese Wirkung bestimmt letztlich alles. Und da können wir jetzt hier nochmal dazu quetschen, wie diese nackten Größen mit den renormierten Größen zusammenhängen. Phi Bär ist gleich Wurzel z mal dem renormierten Feld Phi. Die nackte Masse m Bär Quadrat ist gleich die renormierte Masse m Quadrat plus die Renormierungskonstante Delta m Quadrat. Und die nackte Kopplung G-Bär ist gleich die renormierte Kopplung G plus die Renormierungskonstante Delta G. Und damit ist im Grunde genommen alles definiert. Man müsste dann in einem konkreten Renormierungsschema angeben, was ist der Wert von diesem Delta G und Delta M Quadrat und Z als Funktion von Epsilon und den Parametern der Theorie. Aber dann liegt alles fest, inklusive Renormierung und Regularisierung. So, und jetzt taucht in dieser
nackten Wirkung, die alles bestimmt, natürlich auf die renormierten Parameter, die Renormierungskonstanten und auch das μ. Das heißt, wir sehen hier, dass letztlich die Theorie und alle Größen eine Funktion sein werden von μ, von m² und von g und auch von diesen Größen hier, die ihrerseits wieder eine Funktion von allem sind. Aber ich kann hier natürlich das Ganze umschreiben und zwar so, dass dieses störende oder zu bestimmende μ absorbiert wird in der ganzen Wirkung, indem ich das in diesen Feldern und Parametern absorbiere. Und dann wird das Ganze einfacher und transparenter. Das heißt, der entscheidende Punkt für uns ist, dass das μ absorbiert werden kann. Und das machen wir mal. Wir schreiben also diese nackte Wirkung nochmal äquivalent auf, aber wir zwingen die in die folgende Form. D dx ohne den Vorfaktor μ hoch d minus 4. Und dann schreiben wir jetzt die nackte Lacan-Dichte folgendermaßen um. Wir schreiben einmal 1/2 d μ phi groß b zum Quadrat. Groß b steht sozusagen für noch nacktere Größen. Und zwar sehen Sie, dass jetzt der erste Term hier war ursprünglich μ hoch d minus 4 mal 1/2 d μ phi klein b zum Quadrat. Und diesen Term zwinge ich jetzt gleich zu sein, diesem Term. Das heißt, das phi groß b hat einfach das μ hoch d minus 4 absorbiert. Ich werde gleich nochmal die Umrechnung aufschreiben. Aber es geht weiter, der zweite Term, das mal dem μ hoch 4 minus d zwinge ich in die Form m groß b Quadrat halbe mal phi groß b Quadrat. Dann ist das eine noch nacktere Masse. Und den dritten Term zwinge ich in die Form g groß b durch 4 Fakultät mal phi groß b hoch 4. Und dann taucht in dieser Lagrange-Dichte jetzt kein μ mehr auf, sondern es tauchen nur diese noch nackteren Felder auf und die noch nackteren Parameter m und g. Und was ist die Umrechnung? Existiert so eine Umrechnung überhaupt? Ja, die existiert. Nämlich, was muss ich definieren? Das phi groß b kann ich rausfinden, indem ich den ersten Term anschaue. Also phi groß b zum Quadrat soll das gleiche sein wie μ hoch d minus 4 mal phi klein b zum Quadrat. Dieses d minus 4, das ist gleich minus 2 Epsilon. Also μ hoch minus 2 Epsilon mal phi klein b zum Quadrat ist gleich phi groß b zum Quadrat. Also muss ich hier das definieren. Und dann kann ich das auch, wenn ich will, umrechnen in das Klein, in das Phi, das renommierte Phi. Und dann kann ich definieren so einen noch nackteren Feldrenormierungsfaktor, Wurzel ZB. Der ist jetzt definiert als dieses μ hoch minus Epsilon mal dem Originalwurzel Z. Okay. Dann sehen Sie, dass dieses Wurzel ZB ist die Konstante zwischen dem Phi groß B und dem Phi ohne Index. So, jetzt der zweite Term. Wie muss ich dieses M groß B Quadrat definieren, damit die Gleichung stimmt? Da habe ich hier ja schon Phi groß B zum Quadrat und hier Phi klein B zum Quadrat mal μ. Das Phi groß B absorbiert komplett diesen μ-Anteil hier und dann folgt, dass das M groß B gleich m klein b zum Quadrat sein muss. Wie muss ich das, die Kopplungskonstante g groß b definieren? Hier muss gelten, g groß b mal phi groß b hoch 4 muss das gleiche sein wie g klein b mal phi klein b hoch 4 mal μ hoch minus 2 Epsilon. Wer kann herausfinden, was da das groß b sein muss? Also hier Phi groß B zum Quadrat. Das würde ja schon die μ-Abhängigkeit absorbieren. Aber dann haben wir noch zwei überzählige Potenzen von diesem Phi Quadrat. Die bringen dann mit μ hoch 2 Epsilon. Und dann muss dieses G groß B im Vergleich zu G klein B dieses μ hoch 2 Epsilon absorbieren. Das heißt, wir kriegen raus G groß B
ist gleich μ hoch 2 Epsilon mal g klein b. So, aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir können, und das ist klar, dass das immer geht bei jeder Theorie, dieses μ als Vorfaktor vor der nackten Wirkung absorbieren in neu definierten Feldern und neu definierten, noch nackteren Parametern. Also noch nacktere Größen, die sogar dieses μ absorbieren. Und dann ist unsere d-dimensionale nackte Wirkung jetzt ganz einfach geworden und enthält kein explizites μ mehr. Was folgt daraus? Daraus folgt, da ja diese nackte Wirkung alles bestimmt, alle Green-Funktionen in der regularisierten und renommierten Theorie, folgt natürlich, dass alle Größen, die wir letzten Endes ausrechnen, nur abhängen können von genau dem, was hier steht, von Phi groß B, von M groß B und G groß B. Es kann keine einzelne Abhängigkeit geben von μ oder von G klein B oder klein M Quadrat. So, daraus folgt, die Theorie kann nur abhängen von diesen Größen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Und also nicht von der Aufteilung in, sagen wir mal, μ einzeln und m² plus Delta m² oder g plus Delta g. Von diesen Aufteilungen kann es nicht abhängen, sondern nur von den Kombinationen, die hier links auftauchen. Und jetzt geben wir mal noch konkreter an, nämlich Green-Funktionen von diesem noch nackteren Feld Phi B. Das sind also Green-Funktionen, zeitgeordnete Erwartungswerte von diesem Phi groß B-Operator. Wenn ich die ausrechne nach Gell-Mann-Low, dann kann das Ergebnis nur abhängen von den Parametern in dieser Wirkung, also nur abhängen von hängen nur ab von M groß B Quadrat und G groß B. Sonst können die von nichts abhängen. Aber renormierte Green-Funktionen, die wären ja divergent, weil dieses Feld hier ist ein unrenormiertes Feld. Und dann kann ich renormierte Felder betrachten, Green-Funktionen von dem renormierten Feld Phi. Phi ist das renormierte Feld und die Green-Funktionen, also Erwartungswerte von diesem Phi, die sind endlich im Limes Epsilon gegen 0. Und wie kriege ich die? Die kriege ich aus den Green-Funktionen von dem Phi groß B, indem ich durch dieses entsprechende Wurzel ZB einfach dividiere zur entsprechenden Potenz. Das heißt, diese Green-Funktionen, die hängen ab von M groß B Quadrat, G groß B und einzig und allein noch diesem Z groß B. Observablen. Hängen ab von, wovon hängen Observablen ab? Wenn Sie dran denken, was sind Observablen? Zum Beispiel Polmassen. Polmassen sind Observablen und die sind gegeben durch die Polstelle von so einer Green-Funktion. Die Polstelle der Green-Funktion hängt nicht ab von der Normierung der Green-Funktion. Das heißt, die Polstelle kann nicht abhängen von dem, wie Sie das Feld normiert haben. Das heißt, die Polstelle kann da nur abhängen von diesen Parametern, aber nicht von der Normierungskonstante der Felder. Bei S-Matrix-Elementen, wie sieht es da aus? Bei S-Matrix-Elementen haben wir das LSZ-Theorem, da müssen wir dann eine Green-Funktion ausrechnen. Aber danach müssen wir mit diesem Wurzelgeschwungen Z multiplizieren. Und dieses Wurzelgeschwungen Z war genau das Residuum von diesen Zwei-Punkt-Funktionen. Und in diesem Produkt von den vollen Green-Funktionen und dem Wurzelgeschwungen Z
fällt diese Normierung der Felder genau raus. Letzten Endes ist es so, dass Observable niemals abhängen können von so einer Frage, wie normiere ich jetzt irgendwelche Felder in der Theorie. Das spielt überhaupt keine Rolle, das ist eine unphysikalische Konvention. Deswegen hängen alle Observablen dann nicht mehr von diesem Z ab, sondern nur von diesen zwei Originalparametern. Die sind also unabhängig von der Feldnormierung. So, da haben wir eine wichtige Erkenntnis. Und wenn wir diese Erkenntnis mal, rahme ich mal ein, weil das so wichtig ist. Wenn wir das jetzt mal skizzenhaft formalisieren, Skizze für die Kopplung G, um auch den Zusammenhang herzustellen zu der Diskussion, die wir vor ein paar Stunden mal hatten. Da könnten wir also jetzt Unabhängigkeit garantieren, also die Größen hängen dann letztlich nur ab von diesem G groß B, diesem noch nackteren G. Das heißt, ich könnte sagen, μ hoch 2 Epsilon mal G plus Delta G in einem Renormierungsschema, Renormierungsschema 1. Wenn ich das gleichsetze, μ hoch 2 Epsilon in G in einem Renormierungsschema 2 plus Delta G im Renormierungsschema 2, ja, dann ist das G groß B in beiden Renormierungsschemata gleich. Dann hat sich also die Physik nicht geändert. Das entspricht genau dem, was ich vorher gesagt hatte. So, das nackte G, G plus Delta G, darf sich nicht ändern. Aber die Aufteilung in G und Delta G, die darf sich ändern. Aber die Physik ist davon unberührt. Das ist also die Umrechnung zwischen Renormierungsschemata, die wir bis jetzt hatten. Und das entspricht einer Frage, die Sie mal gestellt hatten. Okay, also das ist hier ein Spezialfall von dem, was wir gerade aufgestellt haben. Aber es geht ja jetzt noch weiter. Wir können jetzt noch mehr umrechnen. Wir können zum Beispiel auch sagen, wir können das μ ändern. Sagen wir so, μ3 hoch 2 Epsilon mal G im Renormierungsschema 3 plus Delta G im Renormierungsschema 3. Das heißt, wir haben μ geändert und dieses G plus Delta G ebenfalls geändert, aber so, dass das Produkt gleich bleibt. Dann ist auch dieses G groß B gleich geblieben. Das heißt, sogar dann kann sich die Physik nicht ändern. Das ist noch allgemeiner als das, was wir damals gesagt haben. Aber das wissen wir jetzt alles. Das heißt, all diese Änderungen lassen die Physik gleich. Wenn man entsprechend das natürlich auch für die Masse macht. So, das ist unsere erste technische Erkenntnis, die letzten Endes nicht so arg neu ist, sondern die aber formalisiert, wie wir diese Unabhängigkeit von der Aufteilung genau beweisen können, und zwar über diese noch nackteren Größen G groß B und G groß M Quadrat. Okay, und damit kommen wir jetzt zu den laufenden Kopplungen. Und zwar beschränken wir uns jetzt nur noch auf das MS-Bar-Renormierungsschema, nicht mehr auf das On-Shell-Schema. Und in diesem MS-Bar-Renormierungsschema haben die Renormierungskonstanten eine bestimmte Vorschrift, nämlich Delta Z
und Delta m Quadrat durch m Quadrat und Delta g. Das sind alles reine Divergenzen. Das heißt, das sind Terme proportional zu irgendwelchen Potenzen der Kopplung g hoch n geteilt durch irgendwelche Potenzen von Epsilon. Also von der Art g hoch n durch Epsilon hoch m. Wobei mindestens eine Potenz 1 durch Epsilon im Nenner auftauchen muss. Das heißt, dieses m ist größer gleich 1. Ich habe hier deswegen dimensionslos Delta m Quadrat durch m Quadrat hingeschrieben. Dann kann das selber auch wirklich nur noch von g abhängen und nicht von m. Das heißt, es ist wirklich so einfach, dass wir nur einen Parameter haben in diesen Renormierungskonstanten, nämlich die Kopplung g, dimensionslos, und unser Epsilon. Wobei, das ist für uns jetzt nicht wichtig, aber dieses quer bedeutet ja modifizierte minimale Subtraktion. Um das aber korrekt zu sagen, muss man vorher, bevor man das durch 1 durch Epsilon ausdrückt, das μ ändern, nämlich μ² wird zu μ² mal e hoch dieser Euler-Mascheroni-Konstante Gamma e geteilt durch 4pi ersetzt. Man wendet also diese Ersetzungsregel an und danach ändert sich ja die 1 durch Epsilon-Struktur und dann sind die Counterterme nach der Ersetzung durch diese reinen 1 durch Epsilon-Pole definiert. Und dann haben wir halt gesehen, dass in diesem MS-Bar-Schema Endergebnisse abhängen von diesem μ. Das heißt, es gibt nicht ein MS-Bar-Schema, sondern es gibt unendlich viele verschiedene MS-Bar-Schemata. Nämlich für jedes μ gibt es ein unterschiedliches MS-Bar-Schema. Das heißt, das ist eigentlich, MS-Bar ist eine Familie von unendlich vielen Renormierungsschemata. Nämlich für jedes μ gibt es ein unterschiedliches MS-Bar-Schema. Und jetzt ist eben die Idee, wir ändern mal μ, aber lassen die Theorie gleich. Und das sollte jetzt ja möglich sein nach der Gleichung, die wir als letztes vorhin hingeschrieben hatten. Wir können μ ändern, aber die Änderung kompensieren, so dass halt diese noch nackteren Größen sich nicht ändern. Und das geht, weil die sind immer Produkte. Also die Idee ist jetzt, ändere μ, aber lasse g groß b und m groß b Quadrat konstant. Das ist jetzt die entscheidende Idee. Und dann studieren wir das Verhalten der Theorie unter dieser Änderung. Okay, fangen wir direkt an mit einem Bild. Das illustriert dann diese laufenden Kopplungen. So, hier eine Funktion von μ und die Kopplung g. Lassen wir mal dieses m Quadrat außer Acht, für das gilt immer das Analoge. Betrachten wir nur dieses g. So, dann wissen wir, dass groß gb, das noch nacktere g, ist gleich μ hoch 2 Epsilon mal g plus Delta g. Okay, und dieses Delta g ist ja jetzt bestimmt. Das Delta g ist nämlich eine Summe von lauter solchen Termen. Das heißt, das Delta g ist selber eine komplizierte Funktion von g und auch Epsilon. Aber Epsilon beachten wir jetzt nicht. Das heißt aber, letztlich ist dieses g groß b eine Funktion g groß b von g und μ. Hängt ab von g und μ. Und natürlich können wir es schaffen, dass wir μ ändern und die Änderung dann durch eine Änderung von g kompensieren. Das Produkt bleibt gleich, aber μ und g ändern sich beide. Das können wir schaffen. So, und dann schauen wir mal an. Dann gibt es so eine Trajektorie hier. Zum Beispiel so eine Kurve. Und entlang dieser Kurve in dem Diagramm g und μ, da könnte jetzt dieses g groß b als Funktion von g und μ konstant bleiben. So würde das aussehen.
Das heißt, wenn ich μ ändere und g auch entlang dieser Kurve ändere, dann bleibt die noch nacktere Kopplung und damit die Physik ungeändert. So sieht es aus. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich kann die Theorie behandeln mit kleinem μ, aber dafür brauche ich eine große Kopplungskonstante. Oder ich nehme hier ein sehr großes μ und habe dann eine kleine Kopplungskonstante. Und je nachdem ist das eine oder andere eventuell nützlich oder vorteilhaft. Oder ich kann eben studieren die Abhängigkeit von μ, von dieser Kopplung. Und dann kriege ich hier so einen eventuell interessanten Verlauf. Das ist nicht die einzige Trajektorie. Es gibt weitere Trajektorien, sagen wir mal so, beispielsweise. Hier wäre auch das g groß b konstant, aber hat einen anderen Wert. Hier wäre also g groß b ist gleich konstant, aber sagen wir mal Konstante 2 ist anders als diese Konstante hier oben. Und dann ist also die Erkenntnis, dass entlang so einer Trajektorie die Physik sich nicht ändert. Aber wenn ich von dieser Trajektorie zu dieser Trajektorie überwechsel, dann ändert sich die Physik, weil dann hat sich ja das g groß b geändert. Halten wir das also fest. Entlang so einer Trajektorie ist das g groß b gleich konstant und damit die Physik ungeändert. Das heißt, wir können sagen, die μ-Änderung ist durch eine Änderung von g kompensiert. Etwas plakativ möchte ich festhalten, wovon hängt jetzt die Physik ab? Die Physik hängt ab von auf welcher Trajektorie befinde ich mich? Aber die Physik hängt nicht davon ab, wo auf der Trajektorie ich mich gerade befinde. Und damit ist auch eine Frage ganz klar beantwortet, nämlich ursprünglich könnten Sie sich gefragt haben, unsere Physik-Endergebnisse hingen jetzt ab von μ explizit, von der Kopplung g und von der Masse m, also von drei Input-Parametern. Hat also unsere Theorie drei Parameter und die Antwort ist nein, die Theorie hängt eben nicht von drei Parametern ab, sondern μ ist kein physikalischer Parameter, eine Änderung von μ kann ich kompensieren durch Änderung der anderen zwei Parameter. Das heißt, effektiv gibt es nur eine Abhängigkeit von zwei Größen. Ja. Genau, weil entlang der Trajektorie bleibt ja diese noch nacktere Kopplung gleich, also die Physik gleich. Oh, okay, hängt ab von welcher Trajektorie, aber nicht von, stimmt's jetzt? Hängt ab von welcher Trajektorie, aber nicht von wo auf der Trajektorie. Da sollte jetzt keine Verwechslung passieren. Okay, genau das ist also wichtig. Okay, also ich sage es nochmal. Wir haben damit bewiesen, dass dieses μ einzeln kein physikalischer Parameter ist und die Theorie hängt nicht ab von drei Größen, μ, g und m, sondern nur von zwei Kombinationen dieser drei Größen. Das ist wichtig. Okay, aber wie geht's weiter? Jetzt wollen wir natürlich diese Trajektorien in den Griff bekommen. Das heißt, wir wollen mal den mathematischen Verlauf von dieser Trajektorie bestimmen. Und wie machen wir das? Müssen wir erstmal eine Gleichung finden, was diese Trajektorie genau bedeutet. Die Trajektorie ist also beschrieben durch die folgende Gleichung, nämlich gb ist konstant, das heißt, die Ableitung ist 0. 0 ist gleich d groß b als Funktion
von klein g und μ nach d ln oder nach d μ ist gleich 0. Und genauso für die noch nacktere Masse müsste dasselbe gelten, d m groß b als Funktion von m Quadrat g und μ abgeleitet nach d μ, das muss gleich 0 sein. Diese Gleichung definiert diese Trajektorien. Und das ist im mathematischen Sinne implizite Funktionsdefinition. Also durch diese Gleichung wird das klein g als Funktion von diesem μ implizit bestimmt. Das ist eine implizite Funktion. Also das definiert eine Funktion g von μ. Nämlich g so als μ-Funktion verlaufend, dass diese Ableitung hier 0 ist. Das ist dann, gibt uns so eine Trajektorie. Ja, das heißt, diese Definition passiert durch Ableitungen. Das heißt, das Interessante ist, jetzt insbesondere die Ableitung von diesen Trajektorien zu bekommen. Deswegen gibt man den Namen, und das sind die sogenannten Beta-Funktionen oder Gamma-Funktionen. Man definiert also Beta ist die Ableitung der Kopplung nach diesem μ, und zwar nehme ich folgende Konvention: μ mal dg von μ nach dμ. Eine dimensionslose Ableitung. Das ist dasselbe wie die Ableitung nach dem Logarithmus d g von μ nach d ln μ. Das ist eine vernünftige Definition, die gute Eigenschaften hat. Das ist also die interessante Größe. Wie ist der Verlauf der Trajektorien? Der ist also gegeben durch die Ableitung und damit durch die Beta-Funktion. So, die Beta-Funktion gibt also den Verlauf der Trajektorien an. Und das Analoge kann man dann auch machen für die Masse. Da nennt man es aus historischen Gründen aber Gamma m Quadrat. Gamma m Quadrat wäre das Analoge. Μ dm Quadrat von μ nach dμ. Und auch komplett dimensionslos gemacht, dividieren wir nochmal mal 1 durch m Quadrat von μ. Das heißt, hier habe ich jetzt definiert d ln m Quadrat von μ, Ableitung nach d ln μ. Das ist dann eine komplett dimensionslose Ableitung. Das ist der Verlauf der Masse als Funktion von μ, sodass die Physik sich nicht ändert. Und dann können wir noch eine dritte Größe einführen für unsere Felder. Die Felder haben ja diese Renormierungskonstante z groß b. Die fällt in Observablen raus. Aber in Analogie kann man auch so eine Größe definieren für die Normierung der Felder. D ln Wurzel von diesem z groß b abgeleitet nach d ln μ. Dann haben wir drei Größen, Beta und Gamma, definiert. Und das wäre eben die Beta- und Gamma-Funktion, die die laufende Kopplung g von μ, die laufende Masse m Quadrat von μ und so eine laufende Feldnormierung bestimmt. Und zwar so, dass sich die Physik nicht ändert, wenn die Kopplungen und Massen so verlaufen. Diese Gammas hier, die nennt man auch anomale Dimension aus Gründen, die wir noch verstehen werden. Aber das kommt erst ein bisschen später. So, also Angabe von diesen Größen gibt die Trajektorien. Und jetzt können wir das nochmal mathematisch genauer aufschlüsseln. Das ist also bestimmt durch diese Definition als implizite Funktion. Nämlich, wir haben ja die Gleichung, 0 ist gleich die Ableitung dieser noch nackteren Kopplung, g groß b, als Funktion von g von μ und μ nach ln μ. Das ist 0. Das ist die Definition von der Funktion g von μ. So, und jetzt muss ich das nur auswerten. Das heißt, ich leite jetzt partiell ab
die Ableitung von dem G groß B, gibt es einmal eine explizite Ableitung nach μ, partiell d G groß B nach d ln μ. Da wird dieses Argument abgeleitet. Und dann gibt es eine Ableitung nach der Kopplung, partielle Ableitung G groß B nach der Kopplung dG und dann Ableitung der Kopplung nach μ und das ist die Beta-Funktion mal Beta. Und damit können wir nach der Beta-Funktion auflösen, das heißt, die wäre mathematisch berechenbar als Beta ist gleich minus der Quotient dG nach d ln μ dividiert durch dGB nach dG. So können wir die Beta-Funktion dann einfach bekommen. Und analoges geht natürlich auch für diese anormalen Dimensionen. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt diese physikalische Anschauung, dass wir solche Trajektorien bekommen in dem Raum oder in dem Parameterraum von μ, der Energieskala μ und den Kopplungen. Entlang der Trajektorien bleibt die Physik konstant. Und wir haben zwar noch keine physikalische Interpretation für μ, aber es ist nicht schwer zu erraten, dass dieses μ irgendwas mit Energien zu tun hat. Das heißt, das werden wir noch genau herleiten, aber diese Trajektorien bedeuten dann wirklich auch das Hochenergieverhalten der Theorie. Wenn also die Trajektorie für große μ klein wird, dann heißt es eben, dass für große Energien die Wechselwirkung durch die Kopplung schwach wird. Das ist also ein physikalischer Effekt, der hier beschrieben wird. Das heißt, diese Trajektorien und deswegen die Beta-Funktion, das sind wirklich sehr wichtige und viel benutzte Größen in der Quantenfeldtheorie. Und deswegen ist unsere nächste Aufgabe natürlich mal konkret diese Beta- und Gamma-Funktionen auszurechnen. Das heißt, mit dieser Definition hier können wir das hoffentlich konkret ausrechnen, zum Beispiel konkret für die 4 hoch 4 Theorie mal so eine Beta-Funktion bestimmen, sodass man den Verlauf dieser Trajektorien dann wirklich bestimmen kann. So machen wir das. Das heißt, das nächste Ziel ist jetzt mal konkret, solche Beta-Funktionen zu berechnen, sodass Sie erstens mal sehen, wie es geht und zweitens auch, dass es ziemlich einfach geht und drittens, dass wir uns veranschaulichen, wie die Beta-Funktionen in den bekannten Theorien aussehen. So, dafür noch eine Detailstufe mehr zum MS-Bar-Schema. Im MS-Bar-Schema hatten wir ja gerade schon gesagt, dieses G groß B ist in jedem Schema gleich μ hoch 2 Epsilon mal der renormierten Kopplung plus Renormierungskonstante. Das stimmt immer. Aber im MS-Bar-Schema ist dieses G durch Delta G, ich klammer mal ein G aus, kann ich das auch so schreiben, mal G mal 1 plus G durch Delta G, das spielt aber keine große Rolle. Dann habe ich hier G mal 1 und das Delta G durch G hängt nur ab von Potenzreihe in der Kopplung, G selber, und 1 durch Epsilon Polen. Das heißt, ich kann das schreiben als Summe über m und n, beide größer gleich 1, mit g hoch n geteilt durch Epsilon hoch m mit Koeffizienten, sagen wir a mn. So muss das auf jeden Fall aussehen. So, die Renormierungskonstante ist eine Potenzreihe in der Kopplung und auch eine Potenzreihe in 1 durch Epsilon-Polen per Definition im MS-Bar-Schema.
So, bisher hatten wir nur gesagt, das sind halt Pole, jetzt haben wir denen eine Bezeichnung gegeben. So, aber so genau brauchen wir es gar nicht. Wir zoomen wieder ein bisschen heraus und wenn wir ein bisschen herauszoomen, dann können wir das so schreiben, 1 plus Summe nur über die Epsilon-Pole, m größer gleich 1 und dann haben wir hier am, eine Funktion von g geteilt durch Epsilon hoch m. Das heißt, diese Potenzreihe in g, die interessiert uns jetzt nicht. Uns interessiert nur die Potenzreihe in 1 durch Epsilon. Und jede Potenz von 1 durch Epsilon hat dann als Koeffizient selber eine Potenzreihe in g und die nennen wir halt am von g. Das ist also definitiv eine Potenzreihe, die startet mindestens mit g oder höheren Ordnungen von g. Das wissen wir, das ist MS-Bar-Schema. Und genau das gleiche gilt natürlich auch für die anderen noch nackteren Größen, also für die Masse. Haben wir klein m Quadrat und dann kommt eben 1 plus eine analoge Summe, m größer gleich 1 mit Koeffizienten, sagen wir bm von g geteilt durch Epsilon hoch m. Das ist ebenfalls eine gleichartige Potenzreihe. Und diese Potenzreihe hier, die kann halt nur von der Kopplung g abhängen, von nichts anderem aus Dimensionsgründen. Und auch dieses Wurzel z groß b, das war ja gleich μ hoch minus Epsilon mal der Feldrenormierung. Das können wir auch schreiben als 1 plus eine Summe über m größer gleich 1 mit Koeffizienten cm von g dividiert durch Epsilon hoch m. So, dann haben wir das Ganze schön formalisiert. Das ist das MS-Bar-Schema. Und aus dieser Definition können wir jetzt die Beta- und Gamma-Funktionen ausrechnen. So, wie funktioniert das? Wenn wir mal mit der Beta-Funktion anfangen, dann wissen wir, dieses Beta ist selber, genau wie alles andere, eine Potenzreihe in der Kopplung. Und auch eine Potenzreihe in Epsilon. Jetzt gibt es einen beachtenswerten Punkt, nämlich alle anderen Größen enthalten ja Pole in 1 durch Epsilon. Die Beta-Funktion kann aber keine Pole in 1 durch Epsilon enthalten. Warum? Weil die Beta-Funktion definiert ist als die Ableitung von der renormierten Kopplung nach μ und die renormierte Kopplung ist im Limes Epsilon gegen 0 endlich. Das heißt, diese Definition der Beta-Funktion, die kann keine Pole mehr enthalten. Deswegen ist die Beta-Funktion, kann kein 1 durch Epsilon enthalten, aber Epsilon kann es enthalten. Daraus folgt, es ist eine Potenzreihe in Epsilon, keine Laurent-Reihe. Also hier gibt es kein 1 durch Epsilon, da g von μ endlich ist für alle Epsilon und für alle μ. Okay, und jetzt können wir endlich mal losrechnen. Wir rechnen also hier diese implizite Definition, wenden wir an. Ich verwende nicht hier dieses Endergebnis, das ist nur von formalem Interesse, sondern wir fangen nochmal von vorne an, schreiben also die Gleichung auf, die die Beta-Funktion definiert und rechnen dann alles aus. Das heißt, wir schreiben im Prinzip nochmal das Gleiche auf, aber in voller Pracht mit den ganzen 1 durch Epsilon-Polen. Also 0 ist gleich dg groß b nach d ln μ. Und das ist also gleich einmal die partielle Ableitung von g groß b nach d ln μ plus die Beta-Funktion, und die ist jetzt eine Potenzreihe in g und Epsilon, mal der partiellen Ableitung dg groß b nach der Kopplung g. Das ist klar. Aber jetzt schreiben wir mal alles auf. Und jetzt können wir ja nach der MS-Bar-Definition hier die Ableitung ausrechnen. Ist gleich. So, was ist nämlich die partielle Ableitung von g groß b nach ln μ? Das hier ist g groß b. Was passiert, wenn wir nach ln μ ableiten? Das hier μ hoch 2 Epsilon in Farbe. Hier in Blau. μ hoch 2 Epsilon ist das gleiche wie e hoch 2 Epsilon mal ln μ.
Wenn wir das nach ln μ ableiten, dann kriegen wir das gleiche mit dem Vorfaktor 2 Epsilon. Also kriegen wir von hier einfach den Vorfaktor 2 Epsilon mal dem ganzen g groß b. Das ist die Ableitung nach ln μ. Dann die Beta-Funktion, die eine Funktion ist von g und epsilon, und zwar ohne Polstellen in epsilon, mal partielle Ableitung von g groß b nach g. Und das gibt jetzt zwei Terme. G groß b ist ein Produkt. Der erste Faktor enthält hier explizit g. Der zweite Faktor ist diese runde Klammer und die ist eine komplizierte Potenzreihe in g. Leiten wir erstmal den ersten Faktor ab. Wenn wir das ableiten, ist das das gleiche wie, also das hier fällt natürlich weg, wird eine 1. Das ist das gleiche wie g groß b dividiert durch g. Also der erste Term ist einfach mal g groß b dividiert durch klein g. Und dann kommt die Ableitung der ganzen Klammer. Da haben wir erstmal die Vorfaktoren μ hoch 2 Epsilon mal g und dann mal der Ableitung der Klammer. So, jetzt Ableitung der Klammer nach g. Ableitung der 1 gibt 0. Ableitung von am gibt am'. Ableitung einfach am' nach der Kopplung. Das heißt, ich schreibe es mal explizit auf. Die Summe a1' von g geteilt durch Epsilon plus a2' von g geteilt durch Epsilon Quadrat plus und so weiter. Das ist die volle Ableitung von g groß b nach der Kopplung. Und jetzt könnten wir ein paar Farben gebrauchen. Das ist jetzt die Gleichung. 0 ist gleich die zweite Zeile, aus der wir die Beta-Funktion ablesen können. Wir wissen, jeder einzelne Term ist eine Potenzreihe oder Laurent-Reihe in Epsilon. Und für jede Ordnung in Epsilon muss die Gleichung erfüllt sein. Das heißt, wir können damit anfangen zu schauen, was ist die höchste auftretende Potenz in Epsilon. Und die höchste auftretende Potenz in dem g groß b ist Epsilon hoch 0. Das g groß b ist ja eine Konstante plus 1 durch Epsilon-Terme. Also das höchste, was dann hier insgesamt auftritt, ist Epsilon hoch 1. Und hier auch, hier gibt es nur 1 durch Epsilon-Pole und hier dann die Beta-Funktion. Das heißt, damit die Gleichung stimmen kann, muss es so sein, dass höhere Pole als Epsilon hoch 1 gibt es nicht. Und dann muss der Epsilon hoch 1-Pol mal stimmen. Also schauen wir die Gleichung an, nur in der Ordnung Epsilon hoch 1. Und was folgt dann in Ordnung Epsilon hoch 1? In Ordnung Epsilon hoch 1 trägt von hier nur bei, dass g groß b ist dann gleich klein g einfach. In Ordnung Epsilon hoch 1 ist das gleich klein g. Dann haben wir hier 2 Epsilon mal klein g. Und hier auch in Ordnung Epsilon hoch 0 ist das einfach 1. Dann haben wir 2 Epsilon mal klein g plus die Beta-Funktion in Ordnung Epsilon muss gleich 0 sein. Das heißt, die Beta-Funktion geht los mit minus diesem Term. Beta-Funktion von g und Epsilon muss auf jeden Fall starten mit minus 2 Epsilon mal klein g. Und dann kommen nur noch Terme mit niedrigerer Potenz von Epsilon. Und diese restlichen Terme, die schreibe ich als Beta von g ohne Epsilon. Die können jetzt nicht mehr von Epsilon abhängen, aber auch nicht, also weder mit positiver noch mit negativer Potenz können die von Epsilon abhängen. Also wenn ich das anschaue in Ordnung Epsilon hoch 1, kriege ich diese Gestalt. Also kein Epsilon-Quadrat-Term möglich. Dann schauen wir mal an, was in Ordnung Epsilon hoch 0 passiert. Was passiert in Ordnung Epsilon hoch 0? Schauen wir mal an. Also was kriegen wir vielleicht, wenn ich das hier jetzt mal an der Tafel farbig mache? Machen wir es damit.
So, das kann ich mal ersetzen durch unser Ergebnis, das ist minus 2 Epsilon mal G plus die verbleibende Beta-Funktion von G, die nicht mehr von Epsilon abhängt. Das wissen wir jetzt. Und hier, wenn wir das einsetzen, dann kriegen wir G mal 1 plus A1 durch Epsilon plus und so weiter. Aber das brauchen wir gar nicht. Hier G groß B und hier haben wir auch G groß B. So, das heißt, wenn wir jetzt Epsilon hoch 0 anschauen, in Ordnung Epsilon hoch 0, dann passiert erstmal das, dass hier dieser Term und der Term multipliziert mit dem minus 2 Epsilon mal G, die heben sich komplett weg. Das hier plus das mal dem gibt 0. Also die brauche ich schon mal beide nicht mehr zu beachten. Was dann auftritt, ist der Epsilon hoch 0 Anteil mal dem hier, das tritt auf und dann tritt auf das hier multipliziert mit dem 1 durch Epsilon Term hier. Das sind zwei Terme von der Ordnung Epsilon hoch 0, also Beta von G mal dem Epsilon hoch 0 Term. Das ist von der Ordnung Epsilon hoch 0 und hier der Epsilon-Term mal dem 1 durch Epsilon-Term, das hat auch die richtige Potenz. Und alle anderen Terme, die auftreten, die enthalten 1 durch Epsilon. Also wenn ich hier den Epsilon-Term mit 1 durch Epsilon-Quadrat multipliziere, trägt es nicht bei. Und Beta mit dem 1 durch Epsilon-Term von hier trägt auch nicht bei. Das heißt, in Ordnung Epsilon hoch 0 liefert die Gleichung jetzt folgendes, nämlich Beta-Funktion mal 1, einfach die Beta-Funktion, ist gleich minus 2 Epsilon mal diesem 1 durch Epsilon-Pol auf die andere Seite gebracht, gibt dann plus 2 mal G, nochmal mal G, mal dem A1' von G. Das ist das Ergebnis. Das heißt, die Beta-Funktion ist gegeben durch den Koeffizient A1 aus der potenzfreien Entwicklung. Was war das A1? Schreiben wir es auf, das A1 war nichts anderes als, man nehme die Renormierungskonstante Delta G durch G und davon nehme man nur den 1 durch Epsilon Anteil und dann leite man ab nach D nach DG. Das ist das A1'. Das heißt, die Beta-Funktion kommt aus der 1 durch Epsilon Divergenz des Counterterms. Damit haben wir das Ergebnis für die Beta-Funktion hergeleitet. Also nochmal zur Wiederholung, zwei Anteile, einen Epsilon-Anteil, der ist einfach, und einen nicht-trivialen Epsilon-unabhängigen Anteil, und der ist gegeben durch die Divergenz der Renormierungskonstante mit entsprechenden Vorfaktoren. Und das kriege ich eben über Koeffizientenvergleich hier in dieser Gleichung. Also das ist ein wichtiges Ergebnis. Und das müssen wir mal ein bisschen interpretieren. Also wir haben einmal jetzt diese Erkenntnis, die Divergenz von Delta G durch G, die bestimmt letztlich die Beta-Funktion. Aber nochmal einen Schritt zurückgetreten. Die Tatsache, dass es überhaupt Divergenzen gibt in unserer Theorie, die ist ja für manche Leute so ein Störfaktor. Die wollen keine Divergenzen, aber die sind nun mal ein Fact of Life. Auf jeden Fall, diese Divergenzen bedeuten, dass es notwendig ist, eine Regularisierung einzuführen. Und diese Regularisierung war überhaupt der ursprüngliche Grund dafür, dass es dieses μ überhaupt gibt. Das kam ja über die Regularisierung ins Spiel. Und jetzt haben wir die μ-Abhängigkeit studiert und die hängt von der Divergenz ab. Das heißt, das ist keine Überraschung, sondern die Divergenz war ja ursprünglich überhaupt die Notwendigkeit von dem μ. Das heißt, die Divergenz liefert auch das Verhalten von μ, liefert also die Beta-Funktion.
Aber was wir schon gesehen haben an diesem Plot von den Trajektorien, die Beta-Funktionen sind nicht unphysikalisch, sondern die liefern physikalische Informationen, die wir noch ausloten werden. Und daraus folgt eben nachträglich, dass diese Divergenzen nicht einfach nur ein mathematisches, unschönes Artefakt sind, sondern die führen letzten Endes über ein paar Zwischenschritte auf physikalische Phänomene, die man beobachten kann. Das ist komplett weggefallen. Ich habe es nicht weiter ausgesprochen, aber einmal hatte ich gesagt, der Term hier fällt weg, inklusive diesem Mü. Aber dann war ich vielleicht etwas sloppy, dieses Verhältnis hier, GB durch G, das ist nicht 1, sondern das ist ehrlich gesagt genau μ hoch 2 Epsilon. Und dann kann man überall in der Gleichung das μ hoch 2 Epsilon in jedem einzelnen Summand wegdividieren. Also das μ hoch 2 Epsilon ist ein globaler Faktor, der in jedem einzelnen Summand in identischer Form auftritt. So, das ist also wichtig. Das heißt, wir haben jetzt schon mal auch ein bisschen uns über diese Erkenntnis mit der Renormierung und Regularisierung angefreundet. Das heißt, die Renormierung ist unser Freund, liefert uns physikalische Effekte und über die Renormierungsgruppentheorie können wir diese physikalischen Effekte. Wir sind natürlich erst am Anfang dieser Analyse. Gibt es aber ansonsten noch Fragen zur Herleitung? Also, ja. Naja, der erste Summand enthält keine Epsilon-Quadrat-Terme, das ist klar. Aufgrund der Konstruktion von diesem G groß B, das enthält ja nur eine 1 und dann negative Epsilon-Potenzen. Und diese runde Klammer hier enthält maximal Epsilon hoch 0. Das wissen wir auch, denn da ist alles bekannt. Das heißt, damit der Term gleich dem Produkt hier sein kann, kann die Beta-Funktion höchstens Epsilon hoch 1 enthalten. Andernfalls würde hier ein Epsilon-Quadrat-Term auftauchen, der hier nicht wegfallen kann. Das ist abdividiert in dieser Diskussion. Das μ hoch 2 Epsilon taucht hier wirklich in jedem einzelnen Faktor identisch auf. Das dividieren wir ab und danach ist das wirklich zu verstehen. Also das wäre jetzt von der Schreibarbeit zu umständlich gewesen, wenn ich das alles ausgeführt hätte mit diesem μ hoch 2 Epsilon. Aber es ist ja klar, dass es hier auftaucht und hier auch überall und hier dann kein explizites μ mehr. Jetzt gibt es eine weitere Folge. Sie haben gerade Epsilon Quadrat angesprochen. Sie hätten auch Epsilon hoch minus 2 ansprechen können oder Epsilon hoch minus 1, weil wir haben jetzt hier zwei Potenzen konkret untersucht und daraus ist ja schon die Beta-Funktion eindeutig gefolgt. Was wäre denn gewesen, wenn ich analysiert hätte, was gilt in Epsilon hoch minus 1 Ordnung? Da haben wir ja hier gar keine Freiheit mehr, weil die Beta-Funktion ist dann schon komplett bestimmt. Was passiert denn dann? Aber so offensichtlich 0 ist es nicht, weil hier steht ja 1 durch Epsilon Quadrat, zum Beispiel multipliziert mit diesem Epsilon. Das heißt, 1 durch Epsilon Terme tauchen in der Gleichung definitiv auf. Das heißt, die 1 durch Epsilon Terme müssen automatisch wegfallen von alleine, ohne dass wir irgendeine Freiheit haben, da noch was zu bestimmen. Für Epsilon hoch 0 und Epsilon hoch 1 konnten wir die Beta-Funktion adjustieren. Aber für die niedrigeren Potenzen gibt es keine Freiheit mehr. Die Gleichung muss von alleine erfüllt sein. Und daraus folgen Relationen zwischen diesen A's, A1, A2, A3. Die müssen Relationen erfüllen, damit das überhaupt stimmen kann. Und die wollen wir mal analysieren. Also es gibt eine weitere Folge. Die höheren Divergenzen. Sagen wir mal 1 durch Epsilon hoch M in dem Delta G durch G. Die sind durch die Gleichung eingeschränkt.
und damit auch vorhersagbar. Wenn Sie eine niedrigere Divergenz kennen, können Sie die höhere Divergenz vorhersagen und dafür kann man Rekursionsformeln herleiten. Von der Art, sagen wir mal AM und die Beta-Funktion sei bekannt, dann kriegen Sie damit AM plus 1. Und das wollen wir mal nur an einem Beispiel kurz anschauen. Ordnung Epsilon hoch minus 1. Was passiert in der Gleichung in Ordnung Epsilon hoch minus 1? Haben wir dann also 0 ist gleich hier das eine ist dann weggefallen, dann kriegen wir die nicht Epsilon-abhängige Beta-Funktion, Beta von G, mal diesen Term G groß B durch klein g und davon der 1 durch Epsilon-Term. Das würde beitragen in Ordnung 1 durch Epsilon. Und dann kriegen wir weitere Terme von der Ordnung 1 durch Epsilon. Einmal hier Beta von G mal diesem 1 durch Epsilon-Pol. Beta von G mal μ hoch 2 Epsilon mal A1' durch Epsilon. Und dann gibt es noch einen weiteren 1 durch Epsilon-Pol, nämlich wenn dieser Epsilon-Term hier auf das 1 durch Epsilon-Quadrat trifft. Minus 2 Epsilon G mal μ hoch 2 Epsilon mal A2' durch Epsilon-Quadrat. Das sind alle Terme in Ordnung 1 durch Epsilon. Und diese Gleichung muss jetzt automatisch erfüllt sein. Wir haben keine Freiheit mehr, irgendwas einzustellen. Und das hier ist bekannt. Was hier drin steht, in Ordnung 1 durch Epsilon, ist dieser Koeffizient A1. Das liefert A1. Das ist nämlich der 1 durch Epsilon-Koeffizient. Also haben wir hier eine Gleichung, Beta-Funktion mal A1 plus Beta-Funktion mal A1' plus Kopplung mal A2'. Das heißt, aus A1 und A1' kriegen wir A2'. A1 und A1' sei bekannt, also kriegen wir jetzt hier A2'. Und wenn wir das integrieren, dann kriegen wir A2, den 1 durch Epsilon-Koeffizient. Und so geht es weiter. Sie können das allgemein machen. Das wäre eine relativ einfache Fleißaufgabe, diese Rekursionsformel explizit hinzuschreiben. Brauchen wir jetzt aber nicht. Aber prinzipiell funktioniert es eben. Wichtig ist zu wissen, dass eben in der Tat diese höheren Pole nicht unabhängig sind, sondern die können Sie immer vorhersagen und die sind durch niedrigere Pole bestimmt. Die Beta-Funktion ist durch den 1 durch Epsilon-Pol bestimmt und die Beta-Funktion liefert letztlich dann alle höheren Pole, weil aus dem 1 durch Epsilon-Pol und der Beta-Funktion kriegen Sie alles. So, jetzt gebe ich nur noch ganz kurz die analogen Ausdrücke für das Gamma-M-Quadrat und Gamma an. Aber ich denke mal, die Rechnung lasse ich weg. Die Rechnung funktioniert genauso analog wie jetzt gerade für die Beta-Funktion. Ich gebe dann an, das Gamma-M-Quadrat ist gleich 2 mal g mal d nach dg von der Renormierungskonstante Delta m Quadrat durch m Quadrat und davon der 1 durch Epsilon Pol. Und das Gamma, die anormale Dimension des Feldes, ist gegeben als Funktion von g und Epsilon. Kann ich schreiben als minus Epsilon plus eine reine Funktion, die nur noch von der Kopplung und nicht von Epsilon abhängt. Und diese Epsilon-unabhängige anormale Dimension ist dann gleich minus 2g mal d nach dg von dem Wurzel z und davon der 1 durch Epsilon-Pol. Also sind alle Ausdrücke eigentlich analog. Und wiederum existieren auch Rekursionsformeln.
für diese höheren BM und diese höheren CM, also die höheren Divergenzen in den Renormierungskonstanten. Ja, dann machen wir es so. So berechnen sich also die Beta- und Gamma-Funktionen, die die Trajektorien bestimmen oder den Verlauf g von μ, unter dem die Physik gleich bleibt, also die laufenden Kopplungen. Und jetzt wollen wir mal konkrete Ergebnisse aufschreiben. Was da rauskommt. Gut, also schreiben wir einige Ergebnisse auf. Wir haben hier konkret die Phi hoch 4 Theorie besprochen. Und wie war das noch in der Phi hoch 4 Theorie? Haben wir alles renormiert, die Einschleifendiagramme ausgerechnet. Und jetzt haben wir gesehen, die Beta-Funktion ist gegeben durch die Divergenz der Renormierungskonstante. Also müssen wir uns erinnern, was war die Divergenz der Renormierungskonstante in der Phi hoch 4 Theorie? Und nur noch mal zur Erinnerung, da hatten wir auf Einloop-Niveau diese Feynman-Diagramme für die Vierpunktfunktion und die Summe aus diesen Feynman-Diagrammen und der Renormierungskonstante Delta G, das war endlich. Über diese Bedingung, dass diese Summe hier endlich war, haben wir das Delta G, die Kopplungsrenormierung, bekommen. Und das Ergebnis war, dass unser Delta G in der 4 hoch 4 Theorie gegeben war durch 3, weil es gibt drei Einloop-Diagramme, die divergent sind, 3 geteilt durch 32 Pi Quadrat mal G Quadrat mal 1 durch Epsilon. Oder Delta G durch G, was wir hier jetzt haben, Delta G durch G ist gleich 3 durch 32 Pi Quadrat mal G mal 1 durch Epsilon. Das war die Renormierungskonstante. Und jetzt können wir doch hieraus die Beta-Funktion direkt ablesen. Beta von G auf Einloop-Niveau in der 4 hoch 4 Theorie. Das Rezept war, man nehme das Delta G durch G, dann muss man ableiten nach G, danach den 1 durch Epsilon-Pol bilden und dann mit 2G Quadrat multiplizieren. Also wenn wir es nach G ableiten, kriegen wir einfach das da hier. Der 1 durch Epsilon-Pol ist dann dieses 3 durch 32 Pi Quadrat und dann mit 2G multipliziert. Gibt insgesamt 3 durch 16 Pi Quadrat mal G Quadrat. Das ist also die Beta-Funktion der Phi hoch 4 Theorie in Einloop-Ordnung. Ganz einfach. Und da sehen Sie, dass die Beta-Funktion jetzt ein Polynom in der Kopplung ist. Und zwar hier einfach G Quadrat. Also 1 durch Epsilon-Pol heißt das Polynom. Ja. Den Koeffizient des 1 durch Epsilon-Pols. Also vorhin in der Gleichung hatten wir das A1 genannt. A1 ist der Koeffizient vor dem 1 durch Epsilon gewesen, per Definition. Und was man brauchte, war A1'. Okay. A1' ist also 3 durch 32 Pi Quadrat. Und dann hatten wir 2G Quadrat mal A1'. Das ist es. Und damit könnten Sie jetzt diese Trajektorie bestimmen. Die Trajektorie sagt Ihnen jetzt, Ableitung g nach ln μ abgeleitet ist gleich das. Das heißt, g nach ln μ abgeleitet ist gleich g Quadrat. Das ist eine Differentialgleichung, die Sie lösen können. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber es ist eine Differentialgleichung, die Sie ziemlich einfach lösen können durch Trennung der Veränderlichen. Und das gibt Ihnen dann einen Verlauf von g von μ, den wir hier auch nochmal erörtern werden. Aber bevor wir den Verlauf erörtern, gebe ich Ihnen einfach noch aus der Luft gegriffen einige andere Ergebnisse an, die Sie hier nicht hergeleitet haben. Nehmen wir mal die Quantenelektrodynamik. Was passiert in der Quantenelektrodynamik? Die haben wir hier nicht behandelt, aber Sie wissen, dass es die gibt. Und wir können hier einfach mal aufschreiben, was da passiert.
Da gibt es natürlich auch eine Kopplung E, die wird renormiert. Es gibt dann Delta E durch E. Und wenn Sie die berechnen, dann brauchen Sie solche Diagramme hier mit der Photon-Vakuum-Polarisation. Und das Ergebnis ist dann E hoch 2 geteilt durch 24 Pi Quadrat mal 1 durch Epsilon. Das heißt, Sie sehen schon mal, das Ergebnis ist analog zur Phi hoch 4 Theorie. Allerdings ein klitzekleiner Unterschied ist, dass wir hier G haben, hier E Quadrat. Das heißt, in der QED hat E hoch 2 ungefähr die Rolle, die in der Phi hoch 4 Theorie das G alleine hat. Und das führt jetzt zu einem klitzekleinen Unterschied, nämlich die Beta-Funktion der QED als Funktion von E ist gleich E hoch 3 geteilt durch 12 Pi Quadrat. Und die Formel wäre in der QED jetzt 1 mal E Quadrat mal dem entsprechenden A1' von E. Und diese 1, die war in der Phi hoch 4 Theorie noch eine 2 gewesen. Und diese 1 kommt aus diesem Unterschied. Das also, hier steht nicht 2, da E hoch 2 die Rolle von G hat. Dadurch haben wir dann in der Herleitung immer doppelt so viele Potenzen von E und aus der 2 wird eine 1, wenn man die Herleitung durchzieht. Aber grundsätzlich ist die Struktur offensichtlich genau dieselbe. Auch hier ist die Beta-Funktion also ein Polynom, und zwar E hoch 3 anstatt G hoch 2 und kann dann zu Trajektorien führen. Jetzt schauen wir auch die Beta-Funktion der QCD an, der starken Wechselwirkung. Die haben wir auch nicht ausgerechnet, aber die können wir auch auflisten. Die geht entsprechend. Ich schreibe nur noch die Beta-Funktion auf, Beta-Funktion der QCD als Funktion der QCD-Kopplung. G ist gleich minus G hoch 3 geteilt durch 16 Pi Quadrat. Und dann kommt ein Vorfaktor, 11 Drittel mal NC minus 2 Drittel mal NF, wobei dieses NC ist die Anzahl der Farben. Sie wissen ja aus der Teilchenphysik, dass diese Quarks Farben haben, und zwar drei Farben, Rot, Grün, Blau beispielsweise. Also die Anzahl der Farben in der Natur ist gleich 3, aber Sie können in der Theorie mit einer allgemeinen Farbanzahl rechnen und kriegen dann das Ergebnis. Und das ist die Anzahl der Quark-Flavors. Und das ist in der Natur gleich 6. Up, Down, Strange, Charm, Top, Bottom sind 6 Quark-Flavors und dann kriegen Sie damit das Ergebnis, aber das kann man allgemein herleiten. Und hier sehen Sie jetzt einen interessanten Unterschied, nämlich die Beta-Funktion der Phi hoch 4 Theorie und der QED, die war positiv. Das heißt, D nach D ln μ von der Kopplung ist positiv. Das heißt, für größere μ steigt die Kopplung auf jeden Fall an. Die Lösung der Differentialgleichung sagt dann, wie genau es ansteigt, aber es steigt an. Aber hier ist die Beta-Funktion im Wesentlichen negativ, hängt ein bisschen ab von NC und NF, aber für die wahren Werte steht hier 11 minus 4, gibt es 7. Also haben wir hier minus 7 als Vorfaktor. Sehen Sie auch auf dem Übungsblatt, da ist diese minus 7 genau angegeben. Eine Aufgabe. Also die echte QCD-Beta-Funktion ist negativ, das heißt für große Mühe fällt die Kopplung ab. Und das liefert die sogenannte asymptotische Freiheit. Und allgemein kann man festhalten, damit können wir dann schließen, also nur in nicht-abelschen Eichtheorien wie der QCD oder auch dem elektroschwachen Standardmodell können solche negativen Beta-Funktionen auftreten. Die QCD ist ein Beispiel dafür. Nachdem man das Standardmodell komplett konstruiert hat, kann man sehen, diese SU2-Wechselwirkung hat auch diese Eigenschaft, aber die sieht man ja alleine nicht, sondern die ist gemischt mit der Elektrodynamik. Und auf jeden Fall diese Tatsache, dass die Kopplung kleiner wird, werden wir noch genauer besprechen, nennt man asymptotische Freiheit.
Und dafür gab es einen Nobelpreis von Groß, Wilczek, Politzer, die diese Rechnung als erste gemacht haben, dass die Beta-Funktion der QCD negativ ist und die auch nicht nur die Rechnung gemacht haben, sondern vor allen Dingen die Interpretation, was das nämlich physikalisch bedeutet. Und was es physikalisch bedeutet, wissen wir aktuell auch noch nicht, denn ich habe Ihnen ja nur gesagt, es gibt diese Trajektorien und die Physik bleibt gleich. Aber wie man jetzt aus dieser gleichbleibenden Physik eine physikalische Information generiert, das muss ich Ihnen noch beibringen. Das kommt dann das nächste Mal. Aber was Sie wahrscheinlich eh schon ahnen, ist natürlich das Offensichtliche. Das bedeutet, dass wirklich für hochenergetische Streuprozesse die effektive Wechselwirkungsstärke kleiner wird. Das heißt, die effektive Stärke der QCD oder starken Wechselwirkung, die nimmt ab bei hohen Energien. Und deswegen sind hochenergetische Quarks und Gluonen quasi frei und verhalten sich entsprechend. Und mit dieser Erkenntnis, dass die Beta-Funktion negativ ist, konnten die damit dann gewisse Phänomene erklären, die man beobachtet hat und die eben genau dadurch erklärt werden konnten, dass die hochenergetischen Quarks und Gluonen sich quasi wie freie Teilchen ohne Wechselwirkung verhalten, obwohl die eigentlich ja gebunden sind in stark wechselwirkenden Protonen und Neutronen und so weiter. Okay, damit haben wir schon die Grundzüge der Renormierungsgruppentheorie kennengelernt, nämlich die laufenden Kopplungen und die Beta-Funktionen. Wir wissen, wie man die Beta-Funktionen aus den Divergenzen berechnet. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Erstens haben wir noch nicht diese Original-Renormierungsgruppengleichung hergeleitet, die ja den Namen gibt. Das kommt dann direkt das nächste Mal. Das ist relativ einfach, aber gibt noch eine neue Einsicht. Und danach können wir das Ganze physikalisch anwenden in vielerlei Form, was Sie auch schon andeutungsweise auf dem aktuellen Übungsblatt sehen. Okay, dann bis nächste Woche.